Hallo und willkommen zu Football Mondial. Viel Spaß. Wir sind heute zum einen im Ruhrgebiet, immerhin die Hochburg des europäischen Fußballs. Dann in Paraguay, wo die Begeisterung groß ist, ganz besonders im Hinblick auf die WM in Frankreich 1998. Und wir sind in Amerika, wo die US-Girls ihren World Cup 1999 herbeisehnen. Es ist nicht schön. Es ist nicht perfekt. Aber hier wurden Märchen wahr. Nirgendwo sonst in Deutschland erwartet man den Saisonbeginn sehnlicher als im Ruhrgebiet. Franz Beckenbauer nannte es das Herz des deutschen Fußballs. Die Region, das Ruhrgebiet, hat seinen Namen von einem Fluss, der Ruhr. Eines der weltgrößten Industriegebiete, Kohle- und Stahlproduktion. Doch das war gestern, heute sind die meisten Minen geschlossen. Jetzt kämpft die am dichtesten besiedelte Gegend in Deutschland mit Veränderungen. Immer mehr Handel und Dienstleister, immer weniger Arbeiter. 17% Arbeitslosenquote, eine schwere Bürde. Professor Klaus Tenfelde von der Ruhr-Universität kennt die Geschichte des Ruhrgebiets und hat zahlreiche Bücher dazu, auch zum sozialen Wandel, veröffentlicht. Der Fußball ist eines der ganz wenigen noch verbliebenen Gemeinschaftserlebnisse. Und vielleicht gerade in der Gegenbewegung zu dieser Individualisierung der Lebensweisen bietet der Fußball noch einmal ein Stück Gemeinschaft, ein Band der Solidarität, das durch das Ruhrgebiet geht und in das sich alle gesellschaftlichen Schichten einverbunden fühlen. In Gelsenkirchen haben die Fans von Schalke 04 ihre eigene Geschichte. Seit Schalkes Gründungsjahr 1904 haben die Fans sich den Ruf der leidenschaftlichsten und loyalsten Anhänger in Deutschland erworben. Sie gingen mit ihrem Club durch dick und dünn, nicht nur bei den drei Abstiegen in den 80er Jahren, auch beim Bundesliga-Skandal in den 70ern. Finanzielle Unregelmäßigkeiten, die Schalke den Namen Chaos Club einbrachten. Auch in der letzten Saison 40.000 trotz der hohen Arbeitslosenquote immer dabei. An einem kalten, regnerischen Mittwochabend im Mai kamen über 30.000 Fans ins Parkstadion, um ihr Team im UEFA Cup Rückspiel in Mailand gegen Inter zu sehen. Selbst ein europäisches Finale zu erreichen, in der Vereinschronik bis dahin einmalig. Der Sieg aber nach Elfmeterschießen grenzte an ein Wunder. Schalkes erster Europapokal in der 93-jährigen Vereinsgeschichte. Wie wichtig aber die Fans in all den Jahren waren, weiß auch Manager Rudi Assauer, der den Club neu strukturierte. Man muss an erster Stelle sehen, dass dieser Verein nur überleben konnte, und überlebt hat, Gott sei Dank jetzt, kann man das sagen, durch die Fans, weil auch in den schwersten und schlimmsten Zeiten, die dieser Verein durchgemacht hat, die Fans den Verein nicht im Stich gelassen haben. Je schlimmer es wurde und je prekärer die Situation wurde und je mehr man in die Gefahr kam abzurutschen, hat dieser Verein, die Fans, entwickeln eine riesige Kraft, in der sie gerade dann dem Verein zur Seite stehen und ihn unterstützen. Das ist das größte Lob, das man aussprechen kann für die Fans. Und jetzt geben wir ein kleines Stückchen zurück. Das ist für mich mal ganz wichtig. Es hat sich für sie gelohnt, so lange zu warten und an dem Verein festzuhalten. Und jetzt geben wir ein Stück zurück. Außer Schalke heißen die wichtigsten Clubs an der Ruhr Dortmund und Bochum. Auch sie starten mit außergewöhnlichen Erfolgen in die neue Saison. Seit 1973 Bochums letzte Zeche geschlossen hat, entwickelte sich die Stadt zum kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum. In Bochum steht das größte Bergbaumuseum Europas, aber genauso auch ein Fußballteam, das Geschichte schreiben will. Der neue VfL Bochum blickt auf eine großartige Saison zurück. Bochum lehrte die vermeintlich Großen das Fürchten und beendete die Saison als Fünfter. Das bedeutet, dass sich der VfL erstmals für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren konnte. Spieler der Saison war Kapitän Darius Wosch, der ins Nationalteam berufen wurde und vom Fachblatt Kicker
zum einzigen Weltklasse-Mittelfeldspieler in Deutschland gewählt wurde. Gut auch für Bochum, dass Wosch bleibt, trotz Angeboten aus Italien und Spanien. Kein Wunder, Trainer Toppmöller ist zufrieden. Ja, ich glaube, das war eine geile Entscheidung von Darius Wosch. Er fühlt sich hier wohl bei uns in der Stadt, bei der Mannschaft. Und hat eine Riesenrunde gespielt, keine Frage, jetzt in der Saison. Und er sieht, dass hier einiges aufgebaut worden ist, wo vielleicht noch eine Stufe draufgepackt werden kann. Wir haben sportlichen Erfolg. Und es wäre toll, wenn wir mit ihm im nächsten Europacup auch für Bochum sorgen könnten, wie dieses Jahr schon für. Der Glamour-Club an der Ruhr heißt Borussia Dortmund. Und das, obwohl sie in der vergangenen Saison lange ohne ihre Stars wie den verletzten Matthias Sammer auskommen mussten. Für junge Spieler wie Lars Ricken die Chance zu glänzen. Ricken, der wichtige Tore erzielte, ist erst 21 Jahre jung und könnte größere Aufgaben übernehmen. Besonders da die Zukunft von Karl-Heinz Riedle ungewiss scheint. Der Held der letzten Saison mit seinen zwei Toren im Champions-League-Finale, der herausragende Spieler, steht nur noch ein Jahr unter Vertrag. Doch auch er weiß, was die Fans wirklich wollen. Ist so, dass die Leute einfach von uns erwarten, dass wir auch nicht nur versuchen, dort zu glänzen auf dem Platz, sondern einfach auch mit Einsatz spielen und die Leute wollen einfach sehen, dass man richtig arbeitet. Der Champions-League-Gewinn brachte Dortmund und seinen Anhängern den wichtigsten Titel in Europa, einen Rekordgewinn und einen grundlegenden Umbruch. Der Trainer Ottmar Hitzfeld wurde Sportdirektor und der Italiener Nevio Scala neuer Trainer. Beide mit nur einem Ziel, der deutschen Meisterschaft. Obwohl nur wenige Zugänge zu verzeichnen sind, hat Dortmund einen äußerst starken Kader. In Schalke, einem Ortsteil von Gelsenkirchen, sind die Ziele bescheidener. So war es immer ein Club, der den Arbeitern, speziell den Bergleuten, eine Heimat sein wollte. Obwohl es nicht mehr viele von ihnen gibt, statt über einer halben Million nur noch 50.000, ist der Verein immer der einfachen Leute geblieben. Hier auf Schalke und die Region hat immer von der Arbeit gelebt. Das heißt, der Bergmann war ein harter Arbeiter, der Stahlarbeiter war ein harter Arbeiter und der musste viel dafür tun, um Geld zu verdienen. So, und genau diese Mentalität auf den Fußballplatz rüberzubringen, wird auch akzeptiert durch den Zuschauer. Auch wenn die Wirtschaft nicht blüht, wird immer etwas für die Fußballleidenschaft beiseite gelegt. Der Dauerkartenverkauf schon traditionell gut, boomt. 20.000 in diesem Jahr. Auch das ist Rekord. Keiner rechnet damit, dass der europäische Erfolg des Vorjahres wiederholt wird. Dennoch hat Schalkes holländischer Coach Huub Stevens drei weitere ausländische Spieler aus Holland, Belgien und Russland verpflichtet. Manager Rudi Assauer will vor allem Schalkes Position in der Bundesliga festigen. Assauer selbst in Dortmund aktiv und 1966 beim ersten Europacup-Sieger im Ruhrgebiet blickt in die Zukunft. Wir brauchen im Grunde genommen einen stärkeren Kader. Das war uns bisher nicht möglich aufgrund unserer finanziellen Situation. Jetzt sind wir in der Lage, da aufzustocken. Ja, das Ziel wird sein, auch im nächsten Jahr sich wieder zu qualifizieren für den internationalen Wettbewerb. Wir haben es erreicht durch den Triumph jetzt im UEFA-Pokal, aber trotzdem in der Tabelle in der Bundesliga einen Platz einzunehmen unter den ersten fünf. Das ist unser erklärtes Ziel. Und mittelfristig mal, wenn es weiterhin so geht wie bisher, trotzdem Füße immer fest auf dem Boden zu halten, werden wir versuchen, wie gesagt, die dritte Kraft zu werden für die Bundesliga. Der Erfolg auf europäischer Bühne kam genau richtig in einer Zeit der Identitätssuche. Gelsenkirchen unterstreicht auch als Ausrichter der Bundesgartenschau seine steigende Bedeutung. Image, eine schwäbische Region zu sein, wird dem Ruhrgebiet noch lange anhaften. Und meiner Ansicht ist, es sollte stolz darauf sein, denn es ist nachdrücklich in dem steingewordenen Wirrwarr seiner Städte und Plätze davon geprägt worden. Und wo immer man hinfährt, man sieht die Zeugnisse der Schwerindustrie. Das sind beeindruckende steingewordene Monumente des Gewerbefleißes, wenn man so will. In der kommenden Woche startet die Bundesliga in ihre neue Saison. 8 deutsche Clubs in europäischen Wettbewerben. Mit starker Vertretung des Ruhrgebiets, das ein neues Gesicht zeigt, aber das Herz des deutschen Fußballs bleibt.